Hunderte Zivilisten sind am Mittwoch aus dem letzten Stützpunkt der Extremistenmiliz IS in Syrien geflohen, aus dem Ort Bagus im Osten des Landes. Der Ort ist von der SDF eingekreist, der syrischen demokratischen Streitkräfte, die von den USA unterstützt werden. Im vergangenen Monat hatten die SDF den Angriff auf Bagus angekündigt, diesen aber verzögert, um die Flucht von Frauen und Kindern zu ermöglichen. Über 6000 Menschen sollen laut SDF die Region in den vergangenen Tagen verlassen haben. Seit Montag hätten sich auch bereits hunderte Kämpfer ergeben, wie die US-Armee mitteilte. Sie wollte aber keinen Zeitplan nennen, wann der Sturm auf das eingekesselte Bagus beginnt. Diese Witwe eines IS-Kämpfers sagte, die USA terrorisiere und töte mehr Menschen als Daesh, als der sogenannte Islamische Staat. Die Frau stammt aus Marokko, hat französische Nationalität und eine in Syrien geborene Tochter. Ihr Mann ist bei Kampfhandlungen umgekommen. Ihrer Meinung nach sei es das Ziel der USA, Moslems auf der ganzen Welt zu töten, nicht nur in Syrien. Dieser Soldat der syrischen demokratischen Streitkräfte erklärt, seine Einheit habe es geschafft, mit besonderem Einsatz diese Zivilisten aus dem Inneren von Bagus zu evakuieren. Und die Operation sei noch nicht abgeschlossen. Bagus ist der letzte Ort auf dem Gebiet des vom IS ausgerufenen Kalifats. Die Miliz kontrolliert sonst nur noch einige nahezu unbewohnte Gebiete in der Region. 2014 hatte der IS noch etwa ein Drittel des syrischen und irakischen Staatsgebiets in seinem Griff.